Hallo Leute und herzlich willkommen zurück zu Monster Hunter Online. Wir gehen den LED-Farmer-Sinn Elemental Mephistophelin, denn ich habe mich doch dafür entschieden, auf jeden Fall auf das Langschwert von dem zu sparen. Denn das hat zwei Slots, plus wenn wir es komplett aufgewertet haben, lila Schärfe. Also ich finde, ist ein schönes Schwert, besser sogar als das Lieutenant-Schwert. Das Lieutenant-Schwert hat halt drei Slots und halt Drachendings. Aber das hier, das vom Merph hat halt... Jo, auch Drachenschaden. Von daher, alles gut. Wir gehen mit Slice zusammen momentan auf G1 farmen. Und ja, okay. Ja, jetzt heißt es noch ein bisschen Geduld. Dauert nur ein paar Sekunden, dann geht dann irgendjemand in der Gruppe mit. Und ja. Backstein Able, danke. Danke fürs Abonnieren, dankeschön. So, ich habe jetzt auch mittlerweile die Abo-Nachrichten über einen anderen Service gestartet, denn der alte hat irgendwie abgeschaltet, den wir vorher hatten im Stream. Und ich hoffe jetzt somit auch aktuell, wenn irgendwer abonniert und sowas, wird es dann halt fairerweise direkt angezeigt. So, weil da sind ein paar Leute einfach, ja, wurden nicht angezeigt. War auch ein komisches System. Man konnte deabonnieren, abonnieren und hatte dann die ganze Zeit die Abo-Nachrichten spammen können. So, ich habe den Gildenjob ausgebaut. Der ist mittlerweile Level 3. Ich muss, glaube ich, noch ein paar Kristalle und so freischalten. So, wir können mal gucken, ob wir ein bisschen Kohle dafür haben. So. Was anlocken wir denn mal? Wir haben 37.000. Da geht ein bisschen was. Zack. Confirm. Dann sind fast alle aktuellen Edelsteine freigeschaltet. So, dann können wir auch die Brust freischalten. Und die Handschuhe. Und das war's. Pleite. Egal, ab jetzt sollten wir dann auch sparen, erstmal wieder, dass wenn wir mit der Gilde hochleveln auf das Level 4 kommen irgendwann, dauert halt noch seine Zeit, weil es sind momentan dann 250.000 die EP, die wir sammeln müssen. Ah ja, okay. So, wir haben einen Member verloren, einer ist gegangen. Warum? Keine Ahnung, hat bisher noch keiner Bescheid gesagt. Aber trotzdem sind wir immer noch mit 57 Leuten halt eine relativ große Gilde. Ich muss mir das mal anschauen, ob ein paar Leute zum Beispiel wieder komplett aufgehört haben und nicht mehr weiterspielen oder halt jetzt im Urlaub sind oder sowas. Wir sehen hier zum Beispiel einer mit 19 Tagen, nur Rinde hat ja, schon seit 19 Tagen nicht mehr weitergezockt. Und ein paar andere, die halt, keine Ahnung, momentan wohl keinen Bock haben auf Monster Hunter Online. Ich meine, es ist Sommer, die Leute wollen noch ein bisschen was vom Wetter genießen. Da kann ich den ganzen Tag irgendwie davor hängen. Matchmaking. So, dann nehmen wir uns auch extra Items dazu. Und dreimal Langschwert, das kann ja was geben. Ich hatte zuerst überlegt gehabt, das Langschwert vom Azurathalos zu nehmen, habe ich auch mittlerweile schon sehr hoch gefarmt auf 140. Allerdings da ist mir aufgefallen, Mist, es hat ja gar keine Slots. Es hat zwar weiße Schärfe, ich werde das dann definitiv mitnehmen, wenn wir irgendeinem Monster gegenüberstehen, durch das Panzerung wir echt schwer kommen. Ist aber letzten Endes einfach, dann können wir halt, haben wir halt keine Earplugs drin. Dann ist das nun mal so. Vielleicht tausche ich auch mal die Earplugs um gegen Heals, dass ich ja auf einem Item drauf habe. Aber kommen wir später zu. Mache ich mal alles offscreen. Na toll, jetzt fehlt auch noch dieser chinesische Mitspieler. Oder der bereitet sich halt gerade vor. In 5 Sekunden geht's eh los. Tada! So, da muss ich was trinken. So, voll. Und take one. Tja, dann können wir im Grunde durchstarten. Hallo Merv, wie geht's denn so? Lang nicht gesehen. Hör auf, da rumzurennen. Hallo, aua, was geht da? Der hat mich einfach so beim Wegdrehen geschlagen. Oh, wie süß. Ein kleiner Hit. Au.
Shit. Und weg hier. Oh nein, die Wasserform. Ich hasse es. Aber zumindest sollten wir dann einfach nah an den Fluss ran und einfach draufschlagen. Vielleicht fällt er ja irgendwann um die nächste Zeit. Oh, oh, erwischt. So, es dauert ein bisschen, bis wir jetzt an den Fuß rankommen und allen alles. Blubber, blubber, blubber. Autsch. Autsch. Okay, wir sind wieder aus dem Wasser draußen. Ich heile mich mal kurz. Näher ran. Oh oh. Ach, verdammt. Ich dachte, der explodiert jetzt oder so. Deswegen bin ich ausgewichen und habe meinen Ausweichschlag verpasst. Oder verbraucht. Na gut, dann einmal kurz einen kleinen Heiltrank rein. Oh shit. Jetzt können wir zumindest ein Stückchen schneller dran. Was ich immer sehr nervtötend am Elementar-Mephistophon fand, ist, dass der so ewig und drei Tage über das komplette Feld fliegt und einen dann halt im Regen stehen lässt. Im Regen. Also man quasi die ganze Zeit hinterher läuft. Oh shit. Hätte ich mal lieber den Sprung gemacht. Den hier. Komm da runter. Oh, der hat es irgendwie geschafft, dass wir nicht den Elementar-Buff bekommen. Okay, ist zu weit. Verdammt. Na gut, ein kleiner Schlag. Ich sollte ihn trotzdem heilen. Der kann uns halt immer noch... Okay, ist soweit. Oh, Blitzelement. Immer noch One-Hitten. Na komm, fall um. Dieser scheiß Elektroschlag von dem. Und immer schön drauf. Angriff ist die beste Verteidigung. Bitte hier schauen, bitte lächeln. Oh shit.
Das ist ziemlich uncool. So, Life Powder. Yeah! Danke, Slice. Da holt er uns einfach nur einen Haufen. Danke sehr. Kann gerade nicht ganz drauf konzentrieren, bin halt voll im Kampfmodus. Und er macht keine Drehung, er spuckt einfach nur. Komm runter. Wenn einen damit trifft, die armen Fernkämpfer haben da, glaube ich, am meisten zu tun. Oh, wie hat er das denn gemacht? Verdammt, er hat uns doch noch erwischt, zu guter Letzt. Oh, scheiße, kommt auch weit damit. Und da fliegt er davon. So, einmal aus dem Weg hier. Kurze Rettungsaktion. Wow. Komm, der macht doch nicht mehr lang, oder? Huhuhu. Und weg hier. Und welche Form? Eis. Eis oder Wasser? Nein, Eis. Oder doch Wasser? Wasser. Na, nicht nah genug dran gekommen. Hat er eigentlich einen Schwachpunkt? Den Kopf, oder? Da kommt man aber nicht so gut dran. Mhm. Und drauf da. Einmal kurz heilen, der guckt uns eh nicht an. Passt schon. Oh, er guckt uns doch an. Habe ich gar nicht gemerkt, wann hat er das denn getan? Okay, das kriegst du wieder. Ich wette, es ist gleich soweit. Oh, da. Ein Hit auf den Kopf. Okay, nö, er brüllt nur rum. Okay, es ist doch soweit. Nee, er fliegt nur. Kopf runter.
Na komm. Über den Schwanz gesprungen. Oh oh. Platsch. Der müsste doch langsam wieder in die seine Form wechseln, oder? Jetzt zum Beispiel. Oder auch nicht. Er hat mich schon wieder reingelegt. Wie geht das denn? Okay, jetzt ist es soweit. Dann komm mal da runter. Scheiße, ist es schon wieder soweit. Und weg hier. Okay, das war's auch schon. Yeah, yeah. Vielleicht haben wir Glück und bekommen ein paar coole Teile. Das Schwert habe ich mir auf jeden Fall schon mal hergestellt. Jetzt fehlen uns natürlich die G-Rang-Teile, damit wir... damit wir die Waffe mal verbessern können, auf den blauen Status bringen. Aktuell bringt die uns noch gar nicht so wirklich was. Und wir brauchen natürlich Items, um die auf von 100... was weiß ich, 115 ist die jetzt auf 140 hochzubringen. Okay, das wäre gewesen. Oh, immer die schöne Endszene aus dem Maul.